Rafiki und willkommen zum neuen Video. Heute machen wir Hach und Zucchini Pfanne. Das Rezept ist ganz einfach, lecker, sehr sättigend und natürlich mit einer Low Carb Variante. Viel Spaß beim Zuschauen. Unsere Hauptzutaten sind 500 Gramm Hackfleisch, 500 Gramm Zucchini und damit ich ein bisschen Kohlenhydrate drin habe, habe ich hier 100 Gramm Kartoffeln, eine kleine Zwiebel zum Braten. Ich habe hier schon meine gefrorene Koriander draufgelegt. Für meine Gewürze habe ich hier eine halbe Teelöffel Turmeric, halbe Teelöffel Salz oder beziehungsweise Salz zum Abschmecken, je nachdem wie viel Salz man isst. Ich habe hier auch Pfeffer zum Abschmecken, eine Teelöffel Paprika, Prise, Muskatnuss. Und hier habe ich auch Ingwer-Knoblauchpaste, davon brauche ich eine halbe Teelöffel. Zum Braten werde ich ein Esslöffel Öl. Und damit ich meine Hach-Zucchini-Pfanne ein bisschen reichhaltig mache, werde ich ungefähr 100 Gramm Frischkäse reinmachen. Das sind quasi meine Zutaten, die ich benutzen werde, und wenn man eine Low Carb Variante haben will, einfach die Kartoffeln rauslegen oder weglassen. Und jetzt werde ich zuerst meine Zucchini und Kartoffel und Zwiebel klein schneiden, dann können wir mit dem Kochen anfangen. Für die Kartoffeln werde ich eine ganz kleine Würfel schneiden, damit es auch schneller geht, dadurch, dass Zucchini nicht so lange braucht, um gar zu werden. Daher sollte die Kartoffeln ein bisschen auch in kleinen Würfeln. So, ich bin fertig mit Gemüse schneiden und jetzt können wir mit dem Kochen anfangen. So, meine Pfanne ist jetzt heiß und wir können schon anfangen. Ich nehme ein Esslöffel Öl, unser Hackfleisch scharf anbraten. Unser Hackfleisch ist jetzt komplett gebraten, das heißt, wir haben kein Wasser mehr drin. Und jetzt mache ich meine Zwiebeln. Und für ungefähr eine Minute alles braten. Und jetzt mache ich alle meine Gewürze, nur die Gewürze. Und das auch braten. An dieser Stelle nehme ich auch meine halbe Teelöffel Ingwer-Knoblauchpaste, mache ich rein. Alle untereinander umrühren, zusammen mischen. Zum
Turmeric verleiht einfach eine wunderschöne Farbe und ich merke durch meine Gewürze, besonders meine Ingwer-Knoblauch-Paste, dass eine ganz coole Aroma rauskommt. Und nun machen wir unsere Kartoffeln rein. Damit es nicht auf dem Boden klebt, mache ich ein bisschen Wasser, ganz minimal. Deckel drauf und jetzt kann ich meine Hitze runterdrehen auf bis zu mittlere Hitze und meine Kartoffeln für ungefähr 2 bis 3 Minuten braten und am besten inzwischen auch umrühren, damit es nicht verbrennt. Falls es zu trocken ist, kann man auf jeden Fall ganz wenig Wasser reinmachen. Ja, am besten Kartoffeln zuerst kochen, 2-3 Minuten, bis sie ein bisschen etwas gar sind, weil unsere Zucchini brauchen nicht so lange zu kochen. So, meine Kartoffeln sind jetzt ein bisschen gar. Jetzt kann ich meine Zucchini reinmachen. Und alles untereinander mischen. Und jetzt kann ich meine Frischkäse rein. Und gut mischen. Ich mache ein bisschen Wasser rein, weil ich will jetzt nicht, dass mein Essen auf die Pfanne klebt. Wichtig ist, nicht so viel Wasser reinmachen, damit eine Suppe nicht entsteht. Und Deckel drauf und für ungefähr 3 bis 5 Minuten kochen. Und ich würde sagen, nach jeder 1,5 Minute rühren. So, unsere Zucchini sind auch ein bisschen bissfest, nicht so komplett gekocht. Und jetzt kommt meine Koriander rein. Alles sehr gut vermischen und das Ganze für weitere 2 Minuten kochen, mit Deckel drauf natürlich. Nach 2 Minuten ist das Essen schon fertig, bis gleich. Und jetzt ist unsere Hack-Gemüsepfanne fertig und ja, jetzt kann ich servieren und guten Appetit! Das ist das Endergebnis, lecker und einfach traumhaft. Guten Appetit. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ich würde mich freuen, natürlich, wenn du abonnierst und das Glöckchen einschalten, damit du zukünftige Videos nicht verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.